Diese Luft, das Meer. Einfach wunderschön, die Küste von Wilhelmshaven. Unermüdlich setzt sich einer für diese Natur ein, Umweltdezernent Jens Graul. Sein Motto, respecte la mer, achtet das Meer. Wilhelmshaven bietet den einzigen Südstrand an der deutschen Nordseeküste. Das ist ein Privileg unserer geografischen Lage. Was könnte einen da noch von einem Bad in der Nordsee abhalten? Das letzte Mal, als ich da reinging, da war es braune Soße, die um mich herum schwamm. Eine Slip-Einlage schwamm vorbei. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schnell ich wieder draußen war. Ja, das kommt häufig vor und ist ganz schnell erklärt. Wenn die Kläranlage voll ist, leitet die Stadt das ungeklärte Schmutzwasser in die Nordsee, hier direkt neben dem Badestrand. Und in ungeklärtem Schmutzwasser sind natürlich auch Fäkalien, klar. Wenn die Fäkalien rauslaufen, sind die eigentlich in Gänz oder sind die gequirlt? Gute Frage. Es sind Kolibakterien. Gequirlte Fäkalien? Ja. Die Stadt leitet ja nicht so oft Fäkalien in die Nordsee. Heute zum Beispiel nur 3-mal. Das wären im Jahr dann insgesamt 3-mal 300. Naja, ist ja jetzt auch egal. Wenn die Stadt sagt, Wilhelmshaven soll Erholungsgebiet sein, und dann so etwas. So etwas ist doch was ganz Natürliches. Das kennen wir doch alle. Das ist doch nicht gefährlich. Stimmt's? Diese Fäkalieneinleitung an sich, ist das eigentlich gesundheitsgefährdend? Nein. Bei uns ist sicherlich nicht Cholera im Vordergrund. Also es wäre eher so, dass halt Leute sich eine Amöbenruhr kriegen, Salmonellenerkrankungen, Durchfallerkrankungen. Und die können auch sehr heftig sein. Es gibt da auch Krankheiten, die durchaus lebensbedrohlich sind. Nun, wer das Bad in aufgelösten Fäkalien scheut, sollte einfach die Einheimischen beobachten. Wenn sie aus dem Wasser gehen, sollte man das schleunigst auch tun. Die Einheimischen richten sich nach den Möwen. Wenn die Möwen im Wasser sind, dann gibt's da irgendwas. Deshalb hat Wilhelmshaven extra für die unerfahrenen Touristen ein raffiniertes Warnsystem konstruiert. Es wird eine rote Fahne gezogen, am Badegebäude hochgezogen und dann weiß jeder, Achtung, nicht baden. Und weiß dann jeder auch warum? Das sind international übliche Signale. Alles gut in Wilhelmshaven. Hier ist die Natur noch natürlich, die Möwen satt und die Scheiße gequirlt.